Guck mal, der Teppich ist schon ganz dreckig. Ja. So. Lang ist es her, wir haben den Ausbau sogar über Weihnachten neu gemacht. Und der ist natürlich noch nicht ganz fertig, aber wir haben uns gedacht, so inzwischen... So da ist gerade unser Hund vorbeigelaufen, Igor war abgelenkt. Ja, so eine kleine Zwischenbilanz, um mal zu zeigen, wie weit wir sind und was wir schon alles gemacht haben, dachten wir uns, zeigen wir mal so eine kleine Roomtour und gehen mit euch einfach mal durch unseren Van und zeigen, was wir alles gemacht haben. Ich kann selbst kaum glauben, dass es endlich soweit ist. Nachdem wir seit ungefähr anderthalb Jahren eine Roomtour ankündigen, heute die erste, auch wenn es jetzt noch nicht irgendwie komplett fertig ist, aber wir haben jetzt gedacht, wir nutzen jetzt mal hier den ersten schönen Tag im März und machen es jetzt einfach mal so weit, wie wir halt gerade sind. Genau. Los geht's! Also im Vito ist ja das Problem, dass wir nicht so viel Platz haben. Deswegen haben wir uns für eine Drehkonsole entschieden. Und Brina zeigt euch jetzt, wie das bei uns funktioniert. Und wie findest du das? Gut. Mehr Platz, oder? Es ist angenehmer zu sitzen im Auto. Ja, auf jeden Fall. Ist eigentlich gern das Platz. Stimmt. Also das mit dem Sitz ist auf jeden Fall cool, wenn wir nachher den Tisch haben. Weil dann kann man entweder da sitzen oder Gerda kann da sitzen. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, wir haben ja keinen Kühlschrank. Wir haben halt immer diese Kühlbox dabei. Die steht normal hier dazwischen, aber wenn wir jetzt den Sitz umgedreht haben, passt die leider nicht mehr dahin. Deswegen steht die dann aber immer einfach auf dem Fahrersitz, weil da sitzt ja sowieso keiner, wenn wir stehen. Also wir haben uns ja bewusst für eine passive Kühlung entschieden, weil wir halt nicht die Möglichkeit haben, im Fahrzeug so viel Strom aufzubringen, dass die Kühlbox durchgehend laufen kann. Deswegen haben wir diese Kühlbox mit so einem speziellen Thermoisolierschaum oder wie das heißt, gekauft und die ist dafür da, dass wir Eis oder gekühlte Getränke reinmachen und die bleibt tatsächlich bis zu 12 Stunden kalt oder gut gekühlt und wir haben in Schottland damit super Erfahrungen gemacht und sind sehr zufrieden, dass er auch ohne Strom einwandfrei funktioniert. Unsere Verstaumöglichkeiten sind wie folgt aufgebaut. Genau, also als es noch unser erster Ausbau war, da hatten wir, wie viel Schubkasten hatten wir dann? Vier drin. Haben aber eigentlich in Schottland schon gemerkt, so viel Platz brauchen wir eigentlich gar nicht. Also eine war eigentlich immer relativ leer, beziehungsweise war da nur Schrott drin. Deswegen ist es jetzt nicht so schlimm. Wir haben jetzt immer noch drei Stück hier. Die kann man schön unterwegs, also jetzt ist da gerade nur ein bisschen Kram drin, aber normalerweise kommen da dann unsere Klamotten halt rein, Handtücher, was man so fürs Bad braucht, alles, was man so während der Fahrt benötigt. Ja, wir haben vorher unseren Tisch so gebaut gehabt, dass wir das Ganze immer hinten gemacht haben, das heißt, wir haben auch hinten gekocht. Allerdings haben wir gemerkt, in Schottland war das so, wenn es geregnet hat, waren wir nass und dann mussten wir auch zwischenzeitlich nach innen umschwenken. Deswegen haben wir von Anfang an so geplant, dass wir so eine kleine Kochmöglichkeit im Fahrzeug haben. Dafür ist der Tisch hier. Dafür nehmen wir hier raus. Holen unser stufenloses Standbein, nenne ich das mal. Das ist übrigens immer sehr beliebt, wenn wir irgendwie ein Bild bei Instagram mit dem Tisch posten. Fragt jeder immer nach diesem Bein. Ja, das war's. Und das Ganze wird so befestigt, wie vorhin schon in dem vorherigen Ausbau gemacht wurde. Und zwar haben wir dafür, wie heißen die Scharniere nochmal?
ich sage immer Stiftscharniere dazu, aber das stimmt nicht. Die heißen, auf jeden Fall ist das super schnell zu trennen, super schnell wieder zusammenzubauen. Und der Tisch ist richtig stabil. Wir haben hier genug Platz zum Kochen, wir haben genug Platz, um einen Laptop aufzustellen. Zum Beispiel kann dann auch Lina da gegenüber sitzen, auf dem gedrehten Sitz. Oder wir sitzen beide nebeneinander und Gerda nimmt da Platz oder hier unter uns. Also man merkt schon, ich habe ein bisschen mehr Platz insgesamt zum Genießen im Fahrzeug. Ich kann hier einfach mehr Zeit verbringen. Genau, so ist das dann. Ich kann hier sitzen, jemand kann hier sitzen. Hier können wir romantisch eine Kerze aufstellen. Keine Ahnung. Nee, ich muss ehrlich sagen, der Sitz ist zwar ganz cool gedreht, aber der ist jetzt so zum normalen Essen ein bisschen zu weit weg von dem Tisch. Deswegen sitzen wir wahrscheinlich hier beide auf der Bank und Gerda sitzt uns hier gegenüber, so wie wir das schon mal gemacht haben. Das gibt's auch, das sieht man schon in irgendeinem Video, glaube ich. Genau, so ein kurzer Shortcut war das. Ja. Hallo Gerda. Genau, am besten ist der Tisch natürlich zum Kochen, weil normalerweise musste ich das ja immer draußen machen. Jetzt kann ich einfach hier sitzen, dann wird hier unser Kocher hingestellt und hier ist ja offen. Das heißt, es ist auch egal, wenn der Gaskocher dann hier drin halt an ist. Und ich kann hier kochen und hier sieht man noch, hier haben wir noch so ein paar Fächer, die sind jetzt noch leer, da ist nur leckerer Pfefferminztee drin. Da kommen dann halt Gewürze, Öl und alles werden wir da einräumen und so ein paar Sachen, die ich halt zum Kochen auf jeden Fall immer brauche. Ja, und noch ein paar Sachen, also hier fehlt noch was, hier kommen noch ein paar von den Ventail-Taschen hin. Wir haben ja schon ein paar hier vereinzelt drin. Dann werden wir hier auch noch mal welche reinmachen und dann kann man da auch noch mal Zeug, das man irgendwie zum Kochen braucht oder so, ganz gut verstauen. Ganz genau. Genau. Also bisher war der Tisch ja immer hier dran und wir mussten halt hier kochen. Deswegen sind hier auch jetzt noch unsere ganzen Kochutensilien drin. Also hier haben wir zum Beispiel normalerweise den Gaskocher und unsere Gasflaschen und ja, keine Ahnung, so ein bisschen Schrott. hier ist so Spüli, unser ganzes Geschirr und alles, was man so zum Abtrocknen braucht. Das Spüli benutzen wir übrigens nicht draußen, ich sag's nur nochmal direkt. Und hier haben wir gerade bisher immer so unsere Vorräte drin, die halt nicht gekühlt werden müssen. Also hier zum Beispiel Haferflocken oder passierte Tomaten, um leckere Spaghetti zu kochen. Ja, alles, was man so zum Kochen eigentlich braucht. Aber hier wird auf jeden Fall, hier sind jetzt auch noch so die Gewürze und sowas drin. Das wird wie gesagt dann umgeräumt und kommt dann da hinten in die neue Küche inside. Wir haben ja letztes Mal den Tisch immer hier hinten dran gehabt. Und ich musste das Ganze so lösen, dass hier auch so eine Querlatte verbaut werden musste, um den Tisch überhaupt zu befestigen. Diese Idee haben wir natürlich nicht verworfen, weil bei schönem Wetter wie heute können wir immer noch draußen kochen und sitzen. Deswegen habe ich so einen kleinen Adapter gebaut. Der sieht so aus und hier haben wir einfach Einhängebeschläge dran gemacht an das kleine Brettchen hier und natürlich auch die Stiftscharniere. Das Ganze wird dann einfach hier angehangen. Ist super fest und der Tisch wird jetzt einfach da dran montiert. Ich zeige euch mal kurz. Zack, draußen befestigt, weiter geht's. Okay, das ist komplett neu. Das hatten wir zum Beispiel, als wir jetzt in Schottland unterwegs waren, noch überhaupt nicht. Das ist halt super, weil wir können jetzt ganz einfach hier Wasser zapfen. entweder so, hier mache ich einfach gerade für Gerda was zu trinken. Oder aber auch irgendwie, um den Abwasch zu machen. Also wir haben nicht viel Wasser dabei, aber es reicht zum Beispiel zum Händewaschen oder zum Abspülen oder notdürftig zum Abspülen. Wir haben 15 Liter Frischwasser dabei und 15 Liter Abwasser. Es ist eigentlich ganz einfach gemacht, super easy rauszuholen. Ich habe das so gelöst, dass ich das Ganze, die zwei Kanister einfach mit Zur- oder Spanngurten befestigt habe. Dazu kann ich das einfach hier auflösen und die, Kan-
Kanister dann rausholen und tauschen. Wie gesagt, wir sind noch nicht ganz fertig gewesen. Da hier auch Frischwasser und Abwasser vorbeiläuft, ist die Elektronik noch erstmal ungeschützt. Das ist aber nicht für immer so. Hier kommt noch eine Abdeckung, die das Ganze dann auch schützt und ohne Probleme dann gegen Feuchtigkeit trennt. Ja, die Kabel führen natürlich irgendwo raus und zwar gehen die dann runter zu der Zweitbatterie. Das Ganze sieht jetzt noch nicht so schön aus, das wird aber in den kommenden Wochen gemacht. Da kommt eine kleine Werkzeugsammlung. Da seht ihr schon, da sind unsere Auffahrkeile schon versteckt. Und dann verkleiden sich das Ganze einfach mal und dann ist es weg. Mit dabei ist auch immer eine Erste-Hilfe-Tasche. Die ist etwas mehr und besser ausgestattet als diese Standardbeutel, die man so im Auto dabei hat. Das Ganze ist dann auch für uns so wichtig, da wir schon ein bisschen Erfahrung damit gemacht haben, mit verschiedenen Unfällen, die vor uns passiert sind. Und seit neuestem natürlich auch wegen Gerda. Die chillt so richtig in der Sonne da, ne? Ja, hier ist unsere kleine Schaltzentrale und zwar sehen wir hier auf der rechten Seite den kleinen Solarkonverter, der unsere kleine Solarbatterie lädt. Die ganzen Schalter, die bedienen natürlich jetzt einfach alles, was hier so drin ist. Die oberen LEDs, die ambiente LEDs, die hintere Beleuchtung. Einfach besser drankommen, wenn man hier im Fahrzeug sitzt, wenn man auf dem Beifahrer sitzt oder wenn man einfach quasi in den Innenraum blickt. Gell? Ja, jetzt kommen wir zum Kernstück des Ganzen, und zwar unser Bett. Vorher war das so geplant, dass man das quasi seitlich rausgezogen hat. Das Ganze habe ich jetzt verworfen und so gebaut, dass man das Ganze nach vorne rauszieht. Und das zeige ich euch jetzt. Was? Bett ist aufgebaut innerhalb von ein paar Sekunden. So, dann machen wir es normalerweise so, dass wir hier einfach halt einen Bettbezug drüber machen. Und weil ich auch die Frage schon ein paar Mal bekommen habe, also bei uns war das letztes Mal nicht so, dass sich die Matratzen, obwohl die in drei Teilen sind, dann viel bewegen, konnten wir jetzt in Schottland eigentlich nicht sagen. Und ich hoffe, dass es jetzt mit dem neuen Bett auch so ist. Also wir haben es ja jetzt noch nicht ausprobiert. Wir hatten jetzt noch keine Nacht hier drin tatsächlich geschlafen, aber ich denke nicht, dass es ein Problem wird. Ja, also wir sind fast durch. Noch eine Sache zu unserem Dach. Und zwar habe ich den Dachgepäckträger selbst gebaut aus L-Profil-Winkeln aus Aluminium. Diese sind befestigt auf Airline-Schienen, die in das Dach geschraubt sind, beziehungsweise in die Truck-Fixpunkte, sage ich mal, vom Fahrzeug, die waren vorgegeben. Das Ersatzrad ist mit einer Konterplatte von unten an den Träger befestigt und kann quasi auch nicht weg. Also zusätzlich auf dem Dach können wir natürlich auch neben dem Reifen etwas befestigen wie eine Kiste oder letztes Jahr hatten wir zum Beispiel unser Vorbauzelt da drauf gehabt und mit Spanngurten gesichert. Auch auf dem Dach ist unsere kleine Solarzelle. Ich weiß, ist ganz süß. Allerdings brauchen wir zurzeit auch keine größere, weil unsere LED-Lichtbatterie nur 7,5 Amperestunden hat und die 10 Watt Solarzelle reicht vollkommen aus, um diese zu laden. Vorne sind noch Zusatzscheinwerfer montiert, die habe ich extra angebracht, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir öfters in Gebieten unterwegs sind oder auf Landstraßen, wo halt keine Beleuchtung herrscht. Und die sind tatsächlich sehr praktisch, gerade wenn man abends noch einen Stellplatz sucht. Ja, die Sache mit dem Strom. Hier unter dem Beifahrersitz ist unsere zweite Batterie verbaut. Es ist eine Bleisäurebatterie. Es ist nicht optimal, allerdings hatten wir die zufällig im Keller stehen, deswegen habe ich sie auch direkt verwendet, bevor wir jetzt eine teure und eine aufwendigere Lösung kaufen. Was uns erstmal nicht so wichtig war, da wir das Geld eher fürs Reisen benutzen wollten. Die ist da drunter verbaut und gleich unter dem Fahrersitz ist die zweite kleine Batterie für diese Beleuchtung. Die LEDs, die im Fahrzeug sind, die man über die Schalter quasi aktivieren kann. Die ist da drunter verbaut und ja, das Ganze funktioniert quasi in drei Stromkreisen. Einmal vom Fahrzeug, einmal von der zweiten Batterie und einmal von der Solar-Kleinbatterie. So, das war unsere erste Roomtour. Die zweite folgt bestimmt, sobald wir komplett fertig sind. Aber eigentlich so ist es schon so weit, dass wir eigentlich problemlos losfahren könnten und jetzt ein paar Wochen unterwegs sein könnten. Genau, also ein paar Dinge fehlen noch natürlich. Weil ich glaube, jeder kennt das,
Das man ist nie fertig. Nee, ja. Bestimmt nicht, das Fahrzeug ist nie fertig. Immer gibt es irgendwas zu tun. Bei uns ist zurzeit so, dass wir noch etwas lackieren müssen, noch ein paar Taschen einbauen müssen. Und ja, noch. Ja, wir überlegen noch wegen einer Standheizung und wegen einer neuen Solarzelle. Wir überlegen auch, ob wir noch irgendwie im richtigen Boden reinmachen. Genau, nochmal einen Holzboden vielleicht oder eine Holzdecke. Aber das ist alles auf jeden Fall nicht überlebensnotwendig. Genau. Und das, also wir brauchen das nicht unbedingt, dass wir einfach nur, ja, weil wir es schön finden, weil es besser aussieht. Und weil vielleicht mit dem Boden es tatsächlich mit dem Hund auch einfacher ist, nachher das Auto so sauber zu machen, weil du es wahrscheinlich einfach besser auswischen kannst. Aber das funktioniert auch alles so, das ist kein Problem. Ja. Ja, wie bereits öfter gesagt, unser Ausbau ist sehr praktisch, ohne irgendwie viel Schnickschnack und so, funktioniert aber alles. Und ja, ihr könnt uns ja einfach gerne mal sagen, wie ihr den Ausbau findet, was ihr davon haltet, ob ihr euch auch vorstellen könntet, mit so einem Vito, der ungefähr so ausgebaut ist, rumzureisen oder was ihr vielleicht anders machen würdet. So sieht's aus.